Nun, was schlagt ihr vor? Oh, ich habe einen Dolch. Ja, also, ich denke, ich werde nicht so wie üblich dem Gegner an mich binden können. Also sollten wir vorsichtiger vorgehen. Nun, ich denke, ihr werdet trotzdem in der ersten Reihe stehen müssen, fürchte ich. Natürlich, Habelmir, wollt mich doch nicht in die zweite Reihe verbannen. Also, Habelmir, macht doch nicht meinen Ausflug kaputt. Ich glaube fast, dass es am sinnvollsten ist, wenn wir einen inneren und einen äußeren Kreis bilden. Von Kampferfahrenen und nicht so Kampferfahrenen. Ja, aber denk dran, Boltaxis, die können jetzt ja auch von oben und unten kommen. Ja, das ist mir schon bewusst. Ja, das vergessen immer viele. Vielleicht sollten wir eine Kugelformation wählen. Ich glaube nicht, dass wir genug Leute für eine Kugel haben. Eine angedachte Kugelformation natürlich nur. Im Wasser müsst ihr immer aufmerksam sein. Überall eure Aufmerksamkeit hinwerfen und eure Augen überall haben. Es kann überall was kommen, vor allem wenn es Haie oder so sind. Die sind außerordentlich schnell. Können schnell aus euren Sichtfeld raus und dann wieder rein. Es ist besser, wenn alleine schon seine Augen nicht überall haben kann, dass man weiß, dass ein sicheres Augenpaar nach hinten gerichtet ist. Also jeder hält jedem den Rücken frei. Genau das, Boltax. Bartsteuerbart! Was ist denn jetzt schon wieder los? Ihr könnt sehen, wie sich die Gläser bei euch auf dem Tisch so ein bisschen über die Tischplatte kratzen und das Schiff einen harten Einschlag bekommt. Was? An Deck? Einen Moment. Ich muss gerade noch mein Bad richten. So. Hat man da ein anderes Knallen gehört oder nur einen Anschlag? Nein, gar nichts. Vielleicht werden wir angegriffen, Kapitän. Schnell. Was ist los? Ein Wrack im Wasser. Männer, nehmt das Segel aus dem Wind. Ausweichkurs. Ja, lasst uns mal einen Blick drauf werfen und ich würde mal Ausschau halten nach dem Wrack, ob ich irgendwas erkenne. Ja, du kannst, wenn du von eurem Kastell, vom Achterkastell runterblickst, kannst du sehen, wie ihr wohl sehr, sehr scharf, haarscharf an einer kleinen Talucke vorbeigeschrappt seid, die zerbrochen in der Mitte vor euch liegt, grob, du würdest sagen, 20 Meter entfernt. Das ist gerade eben aufgetaucht. Der Ausgang konnte es eben erst viel zu spät erkennen. Keine Ahnung, wo das herkam. War plötzlich da. Blutige See. Aus den Fluten direkt? Nicht aus den Fluten, es tauchte einfach auf. Als ob wir eine Wand oder so etwas durchfahren hätten. Plötzlich war es da. Den Steuermann und den Ausguck trifft keine Schuld, ich hab's ebenso nicht gesehen. Männer, nimmt die Segel aus dem Wind! Kapitän, was sollen wir jetzt tun? Nun, wir sollten uns dieses Wrack vielleicht immer näher anschauen. Zumindest per Fernrohr. Hilfe! Hört ihr das auch? Da schreit doch wer. Jetzt wird das Fernrohr gezückt und einmal in die Richtung geschaut. Eine einmastige Talucke und du erkennst den Namen darauf. Weltendiskus. An Bord, beziehungsweise das, was noch über Deck ragt, der Rest, der gerade im Begriff ist, unterzugehen, haben sich wohl auch Leute auf das Achterkastell von der kleinen Talucke gerettet und du kannst Maraskaner darauf erkennen, die euch zuwinken. Ja, wir kennen das Schiff. Es gehört den maraskanischen Piraten. Der Weltendiskus. Verdammt. Kapitän, nehmen wir sie auf? Wir sind verpflichtet, sie aufzunehmen, ja. Lass beidrehen und hol sie an Bord. Wollen wir mit dem Schiff ranfahren oder Beiboote zu Wasser lassen? Sind wohl nur noch 20 Meter. Beiboote wären besser. Und wir sollten vielleicht ein Fass rum bringen lassen, um die armen Männer erst einmal von ihrem Schreck zu kurieren. Ihr könnt hier trinken an Bord, wenn ihr das meinte ich doch. Wenn sie hier oben sind. Das sind aber Junge, sag der Kombüse Bescheid. Die sollen was Kräftiges kochen. Stellt euch auf was ein. Das könnte ja ziemlich unruhig werden. Kapitän, wir müssen die isolieren. Wer weiß, was die haben. Nicht einfach so gesunken, nehme ich an. Und wir werden sie erstmal auf Deck befragen, was passiert ist. Dann entscheiden wir, was passiert mit ihnen. Ja, die können hier nicht wieder wie beim letzten Mal so rumlaufen.
weiß nicht, ob einer von denen Seiten gewechselt hat oder wie auch immer. Wir werden es sehen. Hasswolf, lass sie überholen. So verstanden. Lass den Beiboote zum Wasser. Möchte jemand von euch selber rübersetzen oder lasst ihr das die Matrosen tun? Ja, natürlich. Ich würde auf dem Weg nach unten an der Dukatengarde vorbeischauen und ihm anschauen. Sorgt dafür, dass die ganzen Maraskaner, die gleich an Bord kommen, hier nicht rumwieseln. Ich will die nicht im Unterdeck sehen und ich will nicht, dass sie durch irgendwelche Türen gehen. So verstanden. Dass sie da bleiben, wo ich sie sehen kann. Ich kann die Zellen bereit machen lassen, wenn ihr wollt. Ja, das wird der Captain Eye entscheiden. Sorgt erstmal dafür, dass sie hier isoliert sind. Ich hole dir jetzt Diamantes! Jetzt sitzt doch nicht rum auf deinem faulen Arsch und beweg dich. Ah, ich will da eigentlich nicht mitkommen. Meide die Anwesenheit dieser Maraskaner, wenn es sein muss, aber ihr auch noch zu retten, sie herzuholen. Ja, Mantis, der Captain hat befohlen, sie zu retten. Also werden sie gerettet. Mir hätte ja mehr gefallen, hättest du gesagt, du brauchst nur einen kräftigen Ruderer. Ach, Diamantes, was der Captain sagt, ist Befehl. Du hast recht. Gut. Nehmen wir das Boot. Rufin würde sich in eins der Boote schwingen. Ja, könnt ihr euch dann in eins der Boote schwingen? Es werden drei Beiboote breit gemacht und die Vollmatrosen von Söllers Schwert werden euch dann begleiten. Du kannst auch sehen, der Mannschaftssprecher ist wohl ebenso dabei, Gaius Cordovan, der einen verfluchten Namen trägt. Der wird dann ebenso mit gemeinsamen Rudern und die 20 Meter übersetzen zu der Weltendiskus, die euch beim letzten Mal schon so unangenehm nahe kam. Jetzt allerdings, wie gesagt, zerbrochen in der Mitte im Begriff ist, unterzugehen. Topgeist, haltet Ausschau. Archen oder sonst welchen Schiffen. Mach ich. Welche Arche haben Sie denn nochmal gejagt? Warte, wie war das? Wurzelkaiserin, oder? Genau. Die kommt von unten, aber wer weiß, was sonst noch hier rumfleucht. Abenteuer. Kapitän, sollen wir Gefechtsrollen einnehmen lassen, oder? Nein, noch ist nicht zu sehen. So verstanden. Kolra, Paligan, haltet euch bereit. Möglicherweise müssen wir sehr schnell sehr viel zaubern. Ja, beide nicken und stellen sich dann mit auf das Hüttendeck. Ja, so können Rafim, Corso und eben Pharmalor von Romulus und Diamantes Monterey rübersetzen auf das andere Schiff, eine einmastige Talucke, die in der Mitte zerbrochen und zerborsten ist und nach wenigen Metern, die könnten trotzdem mal eine Bootefahrenprobe würfeln. Schauen wir mal. Wir haben starken Wind, das Wasser ist ölig, aber nicht blutig und ansonsten die Wellen halten sich eben im Rahmen. Also es gibt ein bisschen Gischt, was dann auf das Deck draufspritzt, beziehungsweise ins Ruderboot rein. Aber das ist jetzt nichts, was irgendwie euch beunruhigen würde. Und gemeinsam dann mit den kräftigen Ruderzügen und den erfahrenen Ruderzügen der Söller Schwerter könnt ihr dann übersetzen. Das Mitteldeck ist gebrochen, aber das Achterdeck ragt noch so ein bisschen raus. Also sowohl Heck als auch Bug könnt ihr dann noch betreten und könnt dann sehen, wie dort einige von den maraskanischen Mannschaftsmitgliedern dort sich gerettet haben an einigen Fässern, die sie dann wohl festgezurrt haben und versuchen, das Achterdeck so weit wie möglich zu stabilisieren. Bruder, Schwester! Komm an Bord. Wir würden gerne übersetzen. Unsere Weltendiskus ist zerbrochen. Ja, das haben wir gesehen. Wie viele von euch leben noch? 5. Eine ungerade Zahl. Wir hatten schon darüber diskutiert, aber wir müssen uns überlegen, was... 5 ist nicht gut. Was hat euch angegriffen? Eine Seeschlange, mein Herr. Sie muss ja noch irgendwo in der Nähe sein. Wir sollten so schnell wie möglich... zurück und dann Segel setzen. Wie lange ist das her? Vielleicht eine halbe Stunde. Eine halbe Stunde, Klaas. Gut, dann kommt rein, wir müssen rüber. Ja, die werden sich dann auch rüber begeben. Also ihr könnt ja erkennen, das sind Freiheitskämpfer und ihr könnt auch den Kapitän darunter erkennen, den ihr ja beim letzten Mal schon gesehen hattet, und zwar Maurech. Und während ihr übersetzt und dann im Boot schwappt, wird wieder der typische Klatsch ausgetauscht.
Sofern er nicht der Geheimhaltung unterliegt, aber ob es überhaupt so etwas wie Geheimhaltung bei Maraskanern gibt. Die Isola-Schwerter sind mit dem Rudern beschäftigt und die anderen fünf würden euch dann erzählen, dass der Seeschlangenangriff das Schiff zerstört hat, die so ein bisschen auseinandergetrieben hat und Kotnasan mit seiner Seetiger wohl hier noch irgendwo in der Nähe sein muss. Okay, und er macht Jagd auf die Seeschlange. Nicht auf die Seeschlangen. Wir haben hier geankert. Also was heißt geankert? Wir haben die Schiffe aneinander festgemacht und waren auf Tauchgang. Und da kamen sie. So, auf Tauchgang. Nun, unser Magier hat herausgestellt, dass sich hier ein Atoll befinden muss. Und hier sind wir dann runtergegangen, Bruder, Schwester. Und euer Magier, musst du da dran glauben? Wo ist er? Er muss sich auf der Tika von Maraskan befinden. Wir wissen, wie gesagt, nicht genau, wo sie ist. Man kann zwar das weite blaue Meer sehen. Blickt euch um, Bruder, Schwester, aber irgendetwas stimmt nicht. Wir haben euer Schiff auch zu spät gesehen. So, als ob die Winkel verschoben wären. Wir müssen hier irgendwo in der Nähe sein. Ja, aber was wollte euer Magier in diesem Atoll? Wir haben die Spuren der Wurzelkaiserin verfolgt, Bruder, Schwester. Sie ist hier runtergegangen. Hier ist sie abgetaucht. Hi. Oh. Ja, rudert schneller, wir müssen zum Kapitän. Dann würde das bestimmt interessieren. Vielleicht haben wir unser Ziel ja erreicht. Ja, wir müssen gleich mal hier Boltags elementares Wesen um Hilfe bitten. Ihr dürft mal eine Sinneschärfeprobe würfeln. Und zwar alle. Rafim bekommt es nicht mit, aber mir ebenso wenig. Boltax und Diamantis allerdings sehr wohl. Während ihr in dem Ruderboot sitzt, in den Ruderbooten und dann die Maraskaner eingeladen habt, könnt ihr eine Welle erkennen, die nicht durch den Wind aufgewirbelt worden ist. Ein Rücken, allerdings ohne Flosse, einen schuppigen Körper und dann könnt ihr sehen, wie auf der einen Seite des Schiffes sich ein gewaltiger Kopf erhebt und das Schiff angestoßen wird. Aber mir, Drax? Verdammt, wo kommt dieses Ding her? Hasswulf, setz alle Segel! Segel setzen! Wir Feuchtrollen einnehmen! Diamantis, beeilt euch, Rafim! Scheiße, Rafim, spann die Muskeln an. Aber im Schiff geht was vor sich. Nebelklang! Harpunen! Aber das wird heute doch noch interessant. Alles klar. Ding mal ordentlich ein. Initiative. Und dann brauche ich zwei Bootefahrenproben, beziehungsweise gelungene Bootefahrenprobe von den anderen, damit sie dann aktiv im Kampfgeschehen mit dabei sein können und dann über den Rücken der Seeschlange mit eingreifen können. Heilige Scheiße, Seeschlange. Hey. Oh, ja. Bin gespannt. Große Schiffe werden irrtümlicherweise für konkurrierende Meeresbewohner gehalten, erbarmungslos angegriffen. Solche Begegnungen auf See sind selbst für ein schweres Kriegsschiff gefährlich genug. Gefahrenstufe 20. Konstitution ist für sie 40. Dementsprechend ist die Wundschwelle bei 20. Plus Eisern ist sie bei 22. Lebenspunkte ganz grob 700. So richtet sich auch ein bisschen nach der Länge. Und sie beißt auf HNSP für 1W20 plus 12. Okay. Ja. Wundschwellen sind nicht halbe Konsti bei Tieren oder Seeschlangen. Das Konsti ist gleich Wundschwelle. Ja. Das ist eine 4-0-Regel, also, glaube ich. Also hat das Ding Gefahrenstufe 20? Das Ding hat Gefahrenstufe 20, genau. Okay. Also der Gefahrenwert ist 20 und die Konstitution ist hier als 30 angegeben für eine kleine. Ich setze sie jetzt auf 40. Und muss gerade mal gucken. Gefahrenwert, Geschwindigkeit. Ich setze die Wundschwelle auf 22. Das sollte, glaube ich, okay sein. Und dann gucke ich gerade nochmal bei den Regeln. Schiffe. Die Harpunale.
Das ist dann ja Personenschaden. Ihr habt, was für ein Aal habt ihr? Wir haben ein Skorpion, richtig? Ja. Ja. Wir haben ein Skorpion und Hornissen, 20 Stück. Was ist denn der Skorpion drin? Vorne drauf. Ja, ja, ich guck gerade, ich sehe hier nämlich eine leichte Rotze. Ist das ein schwerer Aal? Ah, ja genau, der schwere Aal ist ein Skorpion. Wow, die macht aber auch krank Schaden. Gut. Alles klar, wir beginnen mit der Kampfrunde und starten bei der 16. Abelmir. Ich würde mich auf den Zauber vorbereiten, auf den Aurus-Nasus. Okay, wie lange Kampf dauert der? Fünf Aktionen pro Aktion. Dann machen wir weiter mit der Seeschlange. Sie setzt zu einer Umklammerung an und da könnt ihr wenig gegen tun. Das klappt bei der Größe dann wohl auch automatisch. Sie fängt an, sich um euer Schiff herumzulegen und zu drücken. Das heißt, sie beißt in dieser Aktion noch nicht zu, sondern legt sich einfach nur um euer Schiff herum. Dann, die Rausrotzer sind dran. Was tun die Rausrotzer? Die machen sich höchstwahrscheinlich bereit und müssen... Ja, ihr habt keine Gefechtsposition eingenommen. Die müssen auf alle Fälle die Waffe laden, die müssen die Waffe drehen. Und dann sind die Rotzen höchstwahrscheinlich gar nicht so sehr relevant, sondern höchstwahrscheinlich nur der schwere Skorpion. Frage an die Rausrotzer, was tun die? Wenn die Möglichkeit noch besteht, auf die Seeschlange schießen. Mit den normalen Waffen, die sie dabei haben, also so Balestrinas, oder wollen die sich wirklich auf den schweren Aal konzentrieren? Also der ist noch nicht geladen. Dann würden die jetzt den schweren Aal laden, weil mit irgendwelchen Balestrinas auf einen Seeschlangenleib zu schießen, ist halt sinnlos. Okay, dann würfel mal eine Mutprobe mit den Rausrotzern. Jawohl. Aber Trollrik Puglafschun ist halt ein herausragender Geschützer. Okay, wir machen weiter nach den Rausrotzern mit Boltax 17. Ja, erste Aktion, ich bewege mich hierhin. Zweite Aktion, ich spreche den Blitz auf die Schlange. Mal gucken, ob ich das schaffe. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht, aber wer weiß. Doppel 1 ist ja bekanntlicherweise immer drin. Nein, das sieht nicht so gut aus. Die Magieresistenz verrate ich dir jetzt auch. Die liegt nur bei 15. Also das wäre tatsächlich sinnvoll bzw. machbar. Ja. Aber so reicht es trotzdem nicht. Genau, deshalb habe ich es ja gemacht, um abzutesten, wie weit ich damit komme. Genau, also die Magieresistenz seid ihr an dieser Stelle verraten. Dann, bevor du deine nächste Aktion benutzt, du siehst, dass die Rausrotzer gerne laden und ausrichten würden, aber sie verfallen in Furcht. Was willst du tun, Botzax? Ich hatte schon, also das war meine zweite Aktion. Das war deine zweite schon? Alles klar. Richtig, ich bin erst sonst gelaufen. Bewegt. Gut, alles klar. Dann, Rafim, du musst rudern oder aber schwimmen, wenn du aus dem Beiboot rausspringen willst. Nee, wir müssen rudern. Gut, dann ruder. Wir haben schon die Proben gewürfelt, oder willst du nochmal, kannst du eine neue kriegen? Warte mal, ich guck gerade mal. Du hast da eine 16 mit Diamantes und da eine 8. Dann habt ihr schon diese Runde gerudert und könntet dann nächste Kampfrunde eingreifen. Jemand, das hat auch schon. Nächste Kampfrunde, die 16 Abelmir. Ich bräuchte noch drei Aktionen, habe ich jetzt. Ich würde gerne vorziehen und auf diejenigen, die in Panik verfallen sind, gerne eine Heilkunde Seeleprobe würfeln. Sie also versuchen zu beruhigen. Ja, Entfernung zu denen 25 Meter. Ja, ich würde einfach laut schreien. Ich hoffe, dass sie es hören. Männer, kämpft! Es geht gegen den Drachen. Die Drachs sind das Übel. Wenn ihr sie vernichtet, wird es euch wahrlich belohnt werden. Fürchtet sie nicht! Gemeinsam sind wir stark. Ja, würde nicht reichen. Jeder Seemann ist abergläubisch und da musst du mindestens eine 6 knacken. Mindestens. Okay. X-Satzpunkt für die 19? Nö. Gut. Dann, Boltax hat er vorgezogen, Abelmir ist immer noch am Zaubern. Die Seeschlange hat sich weiter rumgelegt und fängt jetzt damit an zu beißen. Und ich würde einfach mal mit einem W4 schauen, welches Deck sie angreift, denn es sind aktuell 4 verschiedene Decks anzugreifen. Dann würde ich mir mal angucken, 2. Das heißt, die Halbmatrosen, die sind auf alle Fälle auch schon panisch am Auseinanderrennen.
Ah, die Dukaten gerade könnte auch angegriffen werden. Also hier aktuell legt sich jetzt auch dieser große Seeschlangenleib um euer Schiff herum und ihr könnt das Knacken und Sperren von Holz hören, aber die Dukaten gerade wird jetzt angegriffen. Bis auf HNSP. Die selber würden dann auch anfangen, mit ihren Schwertern nach der Seeschlange zu hacken. Aber wohl wird einer erwischt und er bekommt 23 TP. Ist dementsprechend erst einmal aus dem Kampf. Zieh gerade mal die Seeschüler weg. Die Dukatengardisten eilen auf diese Seite. Herr Nebelklang feuert mit seiner Balestrine auf den Körper und die anderen Dukatengardisten laufen auch die Decks hier hin. Trollzacker sind immer noch auf dem Weg die Treppe nach oben. Die anderen in leichten Infanteristen sind ebenso auf dem Weg, aber irgendwann höchstwahrscheinlich werden sie auch aus dem Bauch strömen. Gerade nochmal. Maceska Paligan und Magistra Kohlrab. Frage an Abelmir, was soll Kohlrab tun? Einen Feuerball werfen. Einen einfachen Feuerball, alles klar. Sie zaubert einen Feuerball. Frage an Boltax, was soll Maceska Paligan tun? Ich würde wahrscheinlich annehmen, dass sie erstmal einen Odem wirkt. Einen Odem, ob es magisch ist oder nicht, das dauert nicht allzu lange. Alles klar, dann sind die Zauberinnen beschäftigt. Die Rausrotzer dürfen eine weitere Mutprobe würfeln. Die Rausrotzer reißen sich jetzt am Riemen und beginnen in mechanischer Präzision den Aal zu laden. Ausgezeichnet. Dann das Laden eines Aals. Ich würde es einfach mal auf 6 Kampfrunden setzen. Ja, beziehungsweise sind viele Leute, also 4 Kampfrunden. Die Rausrotzer würden, wenn ich nehme an, das kann nur eine bestimmte Anzahl von Leuten direkt an den Aal gehen. Okay, wir machen sonst weiter. Die Rausrotzer sind fertig. Boltax hatte vorgezogen. Ja, ich habe aber noch 2 freie Aktionen. Ich würde gerne 2 Schritt machen, um mich hier neben Maceska Paligan zu stellen. Ja, das soll gelingen. Möchtest du mit dir sprechen? Nein. Okay, dann Rafim und Boltax. Letztes Mal rudern. Wieso ich? Rafim und Yamates. Sieht gut aus. Und das reicht auch. Dann könntet ihr im Prinzip in den Kampf eingreifen. Entweder könntet ihr hier anlanden oder ihr könntet von hinten auf den Körper der Seeschlange springen. Das ist euch überlassen. Könnt ihr euch überlegen bis zur nächsten Kampfrunde. Nächste Kampfrunde, Abelmir, 16. Ja, wie gesagt, ich würde jetzt einen aus Nase wirken, eine Wickelbilder und mit einer Geräuschkomponente. Verkürzte Zauberdauer, wie das denn insgesamt 5 Aktionen für beide zusammen, plus 10 Probe. Ich würde eine größere Seeschlange schaffen, ja, die größte, okay, wie möglich ist, und die einen herausfordernden Schrei, so wie der Rassus vor ihm ausgestoßen hat, in Richtung der Seeschlange. Die Entfernung wäre in dem Fall ZFW mal 3 Schritt, also, knapp 40 Schritt entfernt von meiner Position aus. Ja, du brauchst eine Tierkunde, damit die gut aussieht, ne? Okay. Ich hab später so einen Drachen, zählen hier drunter? Keine Ahnung. Das ist eine Seeschlange, nee, würde ich nicht zählen lassen. Drachen sind von der Anatomie halt nochmal ganz anders. Okay, und dann kannst du da eine Illusion zaubern. Ich nehme gerade mal einen, der weggeschleudert ist. Der wird durch den Biss dann vielleicht nicht getötet, aber dann irgendwie kampfunfähig von Bord geschleudert durch den Biss. So, die Seeschlange hat jetzt eine Größe von 70 Raumschritt. 70 Raumschritt, okay. Mhm. Und ich kann eine Sinneschärfe dagegen würfeln, ob sie richtig aussieht, ja? Man kann sich gegen eine Illusion mit einer Sinneschärfe wehren. Ja, bei Menschen. Genau, um eine Illusion zu durchschauen, muss man eine Sinneschärfe würfeln und sich dann selbst beherrschen, um diese zu ignorieren. Aber bei Tieren weiß ich nicht, wie das gehandhabt wird. Ja. Die Sinneschärfe erschwert um die Realitätssicht. Und die Realitätssicht
beträgt FTP halbe plus 7, also in dem Fall 4 sind 2. 2 plus 7 sind 9, ja. Genau. Also 9er Schwert, die sind Schärfe. Okay, sie ist auf alle Fälle verwirrt und ist immer noch um euer Schiff gelegt, beißt aber keine weiteren Dukatengardisten, sondern wird ebenso einen markerschütternden Schrei ausstoßen, der zumindest dafür sorgt, dass alle anderen wieder eine Mutprobe würfeln können. So, das war Abelmir. Die Seeschlange verzichtet auf einen Biss und antwortet mit einem Ruf. Dann sind die Rausrotzer dran. Sind immer die Rausrotzer würfeln jetzt. Müssen die nochmal eine Mutprobe würfeln? Oh, hast du schon geschafft. Nee, die sind noch dabei, alles klar. Dann bist du beim Nachladen oder beim erstmal sowieso stopfen und ausrichten. Boltax. Ja, ich fange mit einem Somnigravis an. In der Variante. Erstmal eine Mutprobe. Okay, kann ich gerne machen. Aber. Hast du Aberglaube? Nein, ne? Nee, also. Ja, easy. Gut, reicht. Genau, ich würde mit einem Somnigravis in der Ohnmachtsvariante anfangen und gerne ein Erzwingen 1 reinlegen, also ein ASP mehr dafür zahlen. Das heißt, du zauberst an der Magieresistenz von 15 auf 14 runter, ne? Genau, richtig. Dann schauen wir uns das mal an. Sehr gut aus. Das reicht gerade so, ja. Ja, ist halt um 7 erschwert. Ja, also genau. Aber habe ich 2 effektiv übrig. Genau, also reicht gerade so. Ja, okay, in fünf Reichweite? 11. Passt genau. Also wäre bei mir 11. Ja, okay, perfekt. Ja, passt genau. Deshalb habe ich mich ja da auch positioniert. Ja. Und genau, in 5 Aktionen wird sie dann ohnmächtig. In 5 Aktionen? Genau, nicht lange. Also dann bin ich halt mit meinem Zauber durch. Nicht lange, aber vielleicht reicht uns das für einen Vorteil. Okay, dann Rafim und Diamantes können die Seeschlange betreten. Ja, wir sind uns einig, dass wir hinten auf die Seeschlange rauf wollen, ne? Nein, ich möchte aufs Boot. Okay. Dann steigt Diamantes alleine von hinten auf den Rücken der Seeschlange. Und du kannst gerne mal eine Athletikprobe würfeln. Athletik. Und Körperbeherrschung? Ich finde Körperbeherrschung ist, glaube ich, besser. Körperbeherrschung nämlich immer. Ballons gerne. Würde zählen. Wenn du balanciert bist. 12 Punkte. Okay, dann kannst du dich meinetwegen 12 Schritt auf der Seeschlange auf dem Rücken bewegen. Ja, ich möchte hinten auf dem Rücken entlang balancieren und den Kopf erreichen. Weiß nicht, über welchen Weg ich machen kann. Ja, ich also doch, du kannst dann hier über diesen Kopf, dann kannst du hier hochspringen, also das sollte schon gehen, ja. So, ich habe eine GS von 8, dann gehe ich auch mal 8 Schritt. Ich will noch eine Aktion haben, falls ich hier runtergeworfen werde und. Oder ich kann oben rauf, was soll die machen, mich auf ihrem Kopf beißen. Ich gehe mit beiden Aktionen hier hin. Gut, Rafim, was tust du? Ja, das hoch? Ja, als allererstes werden die Söldner formiert. Also ich möchte eine Kriegskunstprobe mit Spezialisierung Seegefechte würfeln, damit die Männer sich vernünftig positionieren. Ja. Damit einer dem Dukatengardisten hinterher springt, um den aus den Fluten zu retten. Ich möchte unsere Verluste hierbei minimieren und unseren Angriff verstärken. Ja, das hat ja bisher noch keiner richtig gemacht. Boltax hat das auf alle Fälle versucht, aber hat das nicht so ganz geklappt. Und das war ja auch nur auf die Rausrotzer konzentriert. Gut, die Kurke ansonsten stürmen aus dem Inneren des Schiffes heraus und wollen sich dann ebenso dem Kampf anschließen. Die Seeschlange war eben noch damit beschäftigt, der anderen illusionären Seeschlange zu antworten. Dann Kriegskunstprobe bitte.